Meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von PMD. Rot! Nee, blau. Nee, rot! Und man darf PMD nicht mit PID verwechseln. Schatz, was ist PID? PID? Ja. Weiß nicht, was ist das? Präimplantationsdiagnostik. Hast du das gerade ausgedacht? Nee, das habe ich heute nur in irgendwie, was war das? Englisch, glaube ich, gelehrt, ja. Ja. Mhm. Ja, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Pokémon. Pokémon. Mystery Dungeon. Mystery Dungeon Team Rot. Ja. Und heute müssen wir Mission machen. Und sind ganz, ganz, ganz. Wohin? Ich will Laura polen. Oh, Lauch. Ey, Bro, was geht? Lauch, wir haben dich vermisst, ey. Voll lang nicht gesehen. Ist so, unser Lauch. Dieser Stängel ist nicht nur Zierde da. Dieser Stängel ist nicht nur zur Zierde da. Und was mussten wir jetzt machen, mein Schatz? In die Donnerhallhöhle. Genau. Und erzähl mal, was heute auf dem Agenda steht. Wie? Was wollen wir heute in diesem Part machen? Meinst du das, das Thema da? Genau. Wir wollen über Pokémon X und Y reden, was wir davon halten und sowas. Ne? Genau. Und ich würde mal sagen, du fängst die Runde jetzt erstmal an. Was soll ich denn sagen? Wirf etwas in den Raum, was du, was dir auf dem Leib liegt, auf dem Herzen liegt. Hey! Oh, Vivien! Los, such einen Namen raus! Da muss ich jetzt aber kurz auf dein Video, ne? Kein Problem, mach mal. Und ich würde sagen, ich fange da mal an mit X und Y. So lang. Jetzt doch. Ja klar, jetzt hast du ja was jetzt zu tun. Jetzt doch! Ja, jetzt doch! Ja, jetzt doch! Ja, jetzt doch! Ja, jetzt doch! Ach, jetzt, okay. Ich habe einen Namen dafür. Oh! Merke ich gerade. Brauchst, also du kannst das schon mal aufmachen, aber ich habe einen Namen dafür. Ja, was denn? Ja, ich weiß nicht. Da hat sich der gute alte Elementar Hero, hatte ich ja letztens auf Formstream was gefragt. Elementar was? Der Elementar Hero. Elementar Darkness meinst du? Ja, genau. Ja. Ich musste mal Elementar hier. Ja. Der hat ja gefragt, was die gute alte Sayu von Magnaien denkt. Und ich musste gerade daran denken, an Vivien, die Vorentwicklung. Und deswegen ist das hier Elementar. Magifreaks und frisch. Ja. Was? Okay. Was für Magifreaks und frisch? Das steht hier ganz oben. Von Loading Game TV. Musste gerade irgendwie lachen. Schleichwerdung in meinen Videos. Hey, das gibt's überhaupt nicht. Ich will ein Nidoran sein. Ich will ein wohin genau sein. Ich will das sein. Gibt's hier nicht keiner, der irgendwas sein möchte? Doch, da gab's ganz viele. Habe ich letztens noch gesehen. Ja, aber bei welchem Part war das denn, Schatz? Lass mich nicht lügen, aber ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, dann fang mal mit Pokémon XY. Genau. Pokémon XY, Leute, das hier, warte. Ihr habt den Trailer bestimmt gesehen. Trailer wurde hochgeladen. Ah, okay, jetzt unter anderem auch von mir. Und ehrlich gesagt, muss dein ich Trainer sagen... Dein Trailer hat geleckt, dein Trailer. Mein Trailer hat nicht geleckt. Doch. Nein. Okay. Hat er nicht. Okay. Mein Trailer hatte eine gute Quali. HD, ja, 720p. Und dazu muss gesagt werden, XY, ich bin geflasht von den Spielen. Und das ist bei mir jedes Mal so, wenn eine neue Generation angekündigt wird. Weil bei einer neuen Generation weiß man wirklich nie, was auf einen zukommt. Und es gibt halt neue Pokémon. Und man weiß nicht, welche Typen sie haben, wie die aussehen, wie die sind. Ja. Was hältst du davon? Also ich habe gehört, dass es irgendwie nur 50 neue Pokémon gibt und der Rest dann von den alten 151 drunter gemischt wird. Wurde das denn schon bestätigt? Das weiß ich nicht. Also ich habe das jetzt von mehreren Seiten gehört. Ich habe aber keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Und ich bin ja ziemlich gespannt auf die neue Evoli-Entwicklung, die da kommen soll. Also wirklich richtig gespannt. Ich hoffe, es kommt eine gute... Oder kommt überhaupt eine? Das ist ja auch noch die Frage. Doch, ich denke schon. Sicher? Ja, ich denke schon. Ich weiß nicht, es wird Zeit und ich hoffe einfach, dass manche Pokémon Entwicklungen kriegen, die vorher keine hatten, weißt du? Ja, ich bin zum Beispiel eine Emolga-Entwicklung. Mhm. Oder eine Pachirisu-Entwicklung. Nee, ich habe aber letztens drüber nachgedacht, auch wenn ich das Pinsir nicht mag, dass Pinsir vielleicht auch mal eine Entwicklung verdient hätte oder Kangama eine Vorentwicklung oder irgendwie sowas. Eine Scarabon-Entwicklung wäre geil. Ja, das, boah, so ein Megakäfer, weißt du? Das wär, kennst du diese Scheißkäfer? Kabuterimon. Ja, genau sowas. Diese Scheißkäfer gibt's ja auch noch. Ja. Boah, diese Mistkäfer. Genau, so eins soll Herakos werden. Nee, bitte nicht. Oder so ein Skarabius. Genau, so ein Skarabius. Ja, so ein Mega-Kabuterimon. Oder irgendwie sowas. Das wäre voll cool, ey. Oder Herkules-Kabuterimon. Ja.
Ja. Ah, das wäre schon cool. Aber was ich halt doof finde, ist diese lange Kampfanimation. Ich meine, das sieht zwar mega geil aus, aber wenn du trainieren musst, weißt du, wie lange das dauert? Aber ich denke, das kann man auch irgendwie vorspulen, also... Ja, ich denke, man kann das auch ausschalten wieder, aber trotzdem. Ja, klar. Ich möchte es ja sehen, irgendwie, aber trotzdem dauert das so lange. Nee, also beim Training will ich sowas nie sehen. Ich stelle auch immer beim privaten Training immer sowas aus. Ja, ich nicht. Irgendwie nicht. Oh, scheiße. Doma Pimmel Prato Schokola Ninja. Hast du da nicht einen Dings vergessen? Nee, ich habe beide. Okay. Oh, nee. Hast du nicht, ne? Ich glaube, einen habe ich vergessen. Oh, ey. Aber das ist doch egal. Hauptsache, wir haben jetzt einen Tag mit Mission verplempert. Okay. Okay! Wenn du das so sagst, dann ist das okay. Und meine Freunde, wie gesagt, X und Y, wir beide wurden oft gefragt, wie macht ihr das mit einem Let's Play? Und ich hab da schon so eine. Was? Ich wurde das nicht gefragt, aber ist ja auch nicht. Natürlich, voll viele haben sich gefragt, so, ey, machst du ein Let's Play davon? Ja, aber mich nicht. Doch, ohne Scheiß, unter deinen Videos. Ohne Scheiß, ich hab das auch selber gesehen. Als ich deine Videos gelesen habe. Ja, Mann, YouTube buggt im Moment vor rum, seit ich das neue Ding habe. Ey, das ist voll scheiße. Der zeigt mir das nicht mehr an. Ich suche dir gleich einen Kommentar raus. Keine Sorge. Na egal, ja. Und? Und wie gesagt, dazu haben wir uns beide auch schon Gedanken gemacht. Und ich würde mal sagen, wartet es einfach ab. Wir haben auch schon so ein paar Ideen. Ja, aber wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher, ne? Hundertprozentig sicher sind wir uns nicht. Aber was ist los heute? Ja, voll so behindert irgendwie. Ich glaube, ja, das ist die heute. Schule. Boah, ich leide auch voll unter Schlafmangel in den letzten Tagen. Eigentlich nicht. Eigentlich selber schuld. Nein, ich Leute, er geht immer so spät ins... Ja. Ich jetzt schon wie meine Mutter, ey. Ey, aber ohne Scheiß. Wie, wenn die, du so wie die Eiche. Was? Wenn du so früh Schule hast. Ja, nee. Eigentlich reicht das vollkommen aus. Nur was ich dich frage ist... Das ist bei den ganzen anderen Mitschülern von mir auch so. Und die gehen genauso im Sweat wie ich. Und normalerweise hat es früher immer ausgereicht. Nur in den letzten Tagen habe ich immer so... Ja, das war bei mir... Zombie-Modus, keine Ahnung, was da los ist. Das war bei mir aber auch so. Die letzten 2-3 Monate, da bist du wirklich voll im Arsch. Da denkst du jede Minute, du pennst ein im Unterricht und... Ja. Ich glaube, das liegt aber auch an der Jahreszeit, wenn ich bin. Kann sein, oder einfach, dass diese 12 Jahre jetzt, okay, ich hatte 13 Jahre, ne? Tja, dann weiß ich auch nicht, woran das liegt. Tut mir leid. Ich hatte auch 13 Jahre. Nein. Ich hatte auch 13 Jahre. Echt? Ja. Ich bin der letzte Abiturjahrgang mit 13 Jahren. Hä? Nein. Echt? Ja. Nein. Doch. Ich war der letzte Abiturjahrgang. Du bist doch jetzt in der 12. Klasse, oder nicht? Ich bin in der 13! Echt? Ich sehe das gerade als persönlichen Eingriff in meine Privatsphäre. Hä, ehrlich? Ich dachte, ich war die Letzte. Oh mein Gott, Leute, ich bin gerade ein bisschen geflasht. Ein bisschen traurig. Tut mir leid. Das ist voll verwirrend. Ich weiß auch nicht, in welcher Klasse Kugi und so sind. Ich vergesse das immer voll. Dieser Doppeljahrgang macht mich voll im Arsch, ey. Ich liebe dein Deutsch. Genauso wie ich dich liebe. Ja, ich dich auch, aber trotzdem. Ja, ich dich auch. Ey, tut mir leid, ja, das wusste ich nicht. Ja. Also mit Gummi bewerfen. Oh, tut mir leid, das war gerade voll peinlich. Oh je. Du bist doch in der 12. Klasse, oder? Eieiei. Boah, ey. Holy, sehen das meine Freunde im Real Life nicht, was? Oh, tut mir leid. Ich dachte erst so, hä, der ist doch nicht sitzen geblieben. Warum hat der 13 Jahre? Ja, auf jeden Fall werde ich mir dann Pokémon Y holen. Ich habe es mir schon vorbestellt, weil ich diesen Vogel einfach mega geil finde. Ja, und gezwungenermaßen muss ich Pokémon X nehmen, ne? Weil sie schon Y nimmt. Hätte ich dich gefragt. Ich so, ja, Schatz, was willst du denn nehmen? Ja, oh, ich nehme Y. Ich so, scheiße. Ich will nicht diese schwule Fickreding oder Hirschding. Ach, ja, warum hast du dich auch gefragt? Ja, eben. Ich bin so ein Gentleman. Da kann man nichts machen. Ja. Ich hatte da kein Problem. Aber nett, dass du sozial warst. Ja, klar. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Was denn? Du tauschst mir das Y-Ding rüber und dann wieder. Nein! Zurück. Du gibst mir das nicht wieder. Boah! Boah, bist du gemein. Ich bin voll lieb. Und sowas würdest du mir zutrauen? Ja. Boah, das macht mich gerade traurig. Oh, weinst du jetzt wieder? Nee, ich weibe. Er vergisst nicht die Mission dann, ne? Ja, klar. Ist auf 9 und auf 11. Ja. Und gleich, oh, ich hab was vergessen. Und warum greifst du nicht an, du Sau? Weißt du überhaupt, was mich... Wir müssen gleich mal Items ablegen. Was machen Sachen? Tja, behinderter Freund, behinderte Freundin. Passt ja zusammen, wie Faust aufs Auge. Ja. Wie Faust ins Gesicht.
Wie Arsch auf Eimer. Wie Arsch auf Eimer. Warum ist Top-Elixier nicht mit? Was da Dings voll ist, ich bin zu faul, da jetzt was zu machen. Okay, Schatz. Ja. 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 Ist schon okay. Aua. Haben wir eigentlich den Pilzwald letztens gekauft? Ja, ne? Keine Ahnung mehr. Ja, glaub schon. Ja, glaub schon. Ja, glaub schon, wegen Knilz. Knilz! Angriff Runterwesen. Das ist auch. Ja, Leute, wir dürfen das leider nicht sagen. Ja. Ja. Ja, wenn ihr wüsstet. Wenn ihr wüsstet, Hörer. Oder alle Leute sagen, ich bin gemein. Ja, bist du ja auch. Was? Du deinen Zuschauern die ganze Zeit dieses Geheimprojekt unter der Nase reiben. Oder die Geheimprojekte! Wenn ihr wüsstet, Leute, was ich da so vorbereitet habe. Ich will euch jetzt nicht neugierig machen, aber wenn ihr wüsstet. Ich weiß es schon. Das ist ja ehrlich. Ja. Na, okay. Treib jetzt halt. Ja, sorry, dass ich Goofy nachmache. Brauchst du nicht nachmachen. Boah, Leute, die disst mich immer weg, ey. Das ist unglaublich. Kennt ihr, ihr kommt auch von so einem harten Tag nach Hause, Schule, Arbeit, whatever. Und dann werdet ihr so richtig niedergemacht. Nicht nur zu Hause von euren Eltern. Was? Zelda? Machst du selber, habe ich gesagt. The Legend of Zelda? Ach, deine Mutter ist Zelda. Nee, meine Mutter ist Aisha. Das war so geil. Ich so, wie heißt deine Mama? Aisha? Oh, das war so. Und dann lachte ich erstmal die ganze Zeit schlapp darüber. Und du so, nein. Ich so, nein, meine Mutter heißt nicht Aisha. Die anderen haben auch voll gelacht, das war voll lustig. Sau. Kokomai! Kok. Koko. Ja, ich bringe den Spruch immer bei Koknodon, aber nicht bei Kokomai. Oder sagst du auch, sagst du auch so im Supermarkt, ich hätte gerne eine Kokosnuss. Den müssen wir mal bringen. Los, schreib das auf unsere To-Do-List. Ich habe eine Kokosnuss hier zu Hause. Noah, schreib das auf unsere To-Do-List. Ich schwöre dir, wir haben eine Kokosnuss zu Hause. Habt ihr gerade eine Kokosnuss da? Ja. Meine Mama mag die, aber die kriegt die nicht auf und deswegen isst die nicht. Und dann landen die bestimmt im Müll. Ja. Och Mann. Wer hat eine Kokosnuss auf den Kopf bekommen? Ja. Oh Mann. Und da war Maggie, oder? Lenny. Ja, Lenny heißt so ein Kleinstein in meiner privaten Nuzlocke-Challenge. Ja, das ist die männliche Version von Maggie. Ja. Und du durftest den Namen aussuchen, oder Rotti. Ne? Das könnte es natürlich auch sein. Rotti! Rotti Karotti! Rotti Karotti! Und jetzt gehst du bitte zum Kangama-Lager. Kangama! Und lagerst Sachen ein, okay? Okay, mein Schatz. Dann ist ja gut. Und jetzt muss am nächsten Morgen da stehen. Speichern, fehlgeschlagen, jawohl. Ja, du weißt, was das heißt. Ja, ich weiß es. Verdammt, nein, nicht du schon mehr, bitte nicht. Ich hab wieder diesen Traum. Also schon eine Weile her. Du bist Gardevoir. Hallo. Ich bin da. Ah, ja. Gardevoir, es gibt so viel, was ich dich fragen muss. Warum erscheinst du in meinen Träumen? Warum bist du nackt? Als Gesandte der Geister muss ich über dich wachen. Denn dies ist nun meine Aufgabe. Gesandte der Geister? Ja. Der Fluch Volonas traf mich anstelle meines Trainers. Und so wurde ich zu dieser Präsenz, ohne körperliche Form. Aber du bist gerade nackt vor mir. Ja. Dein Trainer. Du meinst den Menschen aus der Legende von Volona? Schrecklich, so grausam von seinem Trainer im Stich gelassen zu werden. Ja. Lach. Mein Trainer war eine furchtbare Person. Böse und hinterhältig. Er war keine nette Person. In der Tat. Warum lachst du dabei? Aber ich hasse meinen Trainer nicht. Was? Du hast deinen Trainer nicht? Warum nicht? Nun, das frage ich mich auch. Ich verstehe es selbst nicht ganz. Mein Trainer hat furchtbare Dinge getan, doch irgendwie kann ich mich nicht dazu bringen, ihn zu hassen. Mein Trainer hatte viele Schwächen, doch er hat auch gute Seiten. Steiten. Ich würde erstellen sagen. Steiten-Quest. Und als es geschah, war ich verzweifelt.
Als es geschah? Du meinst Wunolas Fluch? Ja. Ich habe meinen Trainer vor Wunolas Fluch geschützt. Mit all meiner Kraft. Wenn der Trainer in Gefahr gerät, ist unsere Pflicht, ihn mit unserem Leben zu beschützen. Ist das so wirklich? Wir Gardevoir sind. Ja. Ich habe meinen Trainer gerettet. Das allein hat genügt, um mich glücklich zu machen. Das eigene Leben für seinen Trainer riskieren. Bewundernswert, was Gardevoir getan hat. Oh, ich sollte erwähnen, dass mir meine jetzige Form nichts ausmacht. Ich kann nur meine Buße bilden. Was? So lebe ich weiter und ich bin stolz auf die Rolle, die mir gegeben wurde. Rolle? Ja. Nimm mir Krankenschwester ab. Und alles im Leben spielt eine bestimmte Rolle. Wir alle dienen einem höheren Zweck. So wie ich meine Rolle zu erfüllen habe. Es leckt. Es leckt. Ja, nur dran. So, du hast dein Schicksal zu erfüllen. Du hast auch was auch immer. Du bist hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen. Und zu diesem Zweck wurdest du zu einem Pokémon. Was? Was sagst du da? Ah, Erdbeben! Ah, nein, ah! Oh ja, bin auch gekommen. Okay. Ah, guten Morgen. Und irgendwie, glaube ich, hatten wir das schon mal. Ohne Scheiß, mir kommt das auch gerade voll bekannt vor. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Das war ein Erdbeben, oder nicht? Ich glaube, ich hatte diesen Traum wieder. Ich glaube, gerade war Spaß zu mir. Ich sprach von etwas sehr Wichtigem. Ja, genau! Was sagte sie noch? Ja, das hatten wir schon mal. Scheiße! Hä, hast du irgendwie auf Loading geklickt oder so? Ich habe, glaube ich, den letzten Mal nicht abgespeichert. Du bist... ein Idiot. Ehrlich jetzt? Ich glaube schon, egal, komm. Hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu vollbringen. Jetzt echt, Schatz? Ja, aber und ich... zu diesem Zweck... wohnest du zu einem Pokémon. Ehrlich jetzt? Ja, ich glaube schon. Jetzt haben wir das umsonst aufgenommen. Nein, nicht, aber ich dachte trotzdem, Post und kein Ding. Gerade, wo er weiß es. Sie weiß, warum ich ein Pokémon wurde. Ist doch egal, kommt auf unsere Commentaries an, Schatz. Okay. Und ich war von einer Rolle. Was meint sie damit? Etwa eine... tut mir leid. Klorolle? Ach man, das ist aber doof jetzt, ne? Meine Freunde, wir wissen nicht, was für eine Rolle gerade wo meint. Ob es eine Klorolle aus Sayos Toilette ist oder aus meiner Toilette. Ob es eine Klorolle aus eurer Toilette ist. Wir werden es alles in der nächsten Episode erfahren. Bis dahin, haut rein, macht's gut und bleibt cool. Eure Kanikachos.